Freitagmittag auf dem Domplatz. Helfer des Reformationsjubiläum 2017 e.V. bauen hier Feldbetten auf. Und da kommen die Handballer des SC Magdeburg. Wie passt das jetzt zusammen? Eigentlich ganz einfach. Der Reformationsjubiläum 2017 e.V. organisiert den Kirchentag auf dem Weg, der vom 25. bis 28. Mai in 8 mitteldeutschen Städten stattfinden soll, auch in Magdeburg. Damit die erwarteten 20.000 Besucher auch eine Bleibe haben, setzen die Veranstalter auf die Hilfsbereitschaft der Magdeburger. Ich habe einen guten Schlafplatz, heißt die Aktion, bei der die Bürger der Landeshauptstadt privat Schlafplätze zur Verfügung stellen sollen. Und hier kommt jetzt der SCM ins Spiel. Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, waren die Sportler zu einem Wettkampf herausgefordert worden. Betten beziehen hieß die Disziplin, genau richtig für die Handballer. Groß, Männer. Vielleicht auch sprechen sie eine Klientel an, die wir sonst so nicht erreichen mit unserem Kirchenpublikum. Unsere Gemeinden wissen natürlich Bescheid und die Gemeinden laden auch die Menschen ein, aber vielleicht gibt es auch noch andere Magdeburger, die darauf Lust haben. Und damit hoffen wir, dass wir diese Magdeburger auch erreichen. Für die Handballer auf den ersten Blick ungewohntes Terrain. Trotzdem findet sich schnell ein Favorit für die Rolle des besten Bettenmachers. Yannick, ganz klar. Warum? Ja, ich glaube, dass der es zu Hause vielleicht öfters machen muss. Keine Ahnung. Ja, er meinte, ich muss sehr viele Aufgaben machen zu Hause. Ich weiß nicht, wieso er das glaubt, aber das ist so allgemein für die Mannschaft. Die glauben, dass ich alles zu Hause machen muss. Und ja, ich kann ja nichts dagegen sagen. Es ist so. Nee, ich glaube, dass da jeder das ganz gut kann, weil man mittlerweile, wie sagt man, emanzipiert ist und da auch die Männer die Frauenarbeiten machen können. Trotzdem kann die eine oder andere Trainingseinheit nicht schaden. Eigentlich. Ich denke, der ein oder andere kann das auch von zu Hause aus ganz gut und werden wir sehen, was dabei rauskommt. Also die haben keine Ahnung, die anderen Leute, ich mache gar nichts zu Hause, aber das glauben die alle. Um Gottes Willen, nein, wir haben nicht trainiert. Ich denke, wir können alle Betten beziehen, davon gehe ich aus. Mal sehen, wie die Handballer sich schlagen. Nach einigen Worten vom evangelischen Superintendenten Stefan Höhnen ging es nach sportlichem Shake Hands los, unter teils sehr skeptischen Blicken. Schluss, aus, die Handballer verlieren mit 1,5 Betten Rückstand. Was aber eigentlich auch gar nicht so schlimm ist, jeder erhielt noch ein kleines Trostpflaster. Die Gewinner freuten sich über eine Urkunde, für alle stand aber natürlich etwas ganz anderes im Vordergrund. Die erfolgreiche Werbung für ein soziales Projekt, um Magdeburg von seiner besten Seite zu zeigen. Wer mehr Informationen dazu oder zum Kirchentag sucht, wird im Internet unter www.r2017.org fündig.